Wollen wir Liana gucken? Ja, komm, wir gucken Liana. Das Video von Liana heißt Germany's Next Topmodel Enthüllung. Was passiert sonst noch so hinter den Kulissen? Boah, Digga. Kamado Online schon 100.000 Views. Krass. Ja, wollen wir mal rein ins Video, ne? Also ich bin mir sicher, dass ich jetzt wirklich noch ein zweites Video mache, wofür ich verklagt werden könnte. Mal dann darauf. Prost. Bevor das Video jetzt gleich aber losgeht, möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir Models unter einer Schweigepflicht stehen. Kommt es nur mir so vor, das Video extrem leise. Was genau das heißt, werdet ihr im Laufe des... Ich mache euch ein bisschen extern lauter. Keine meiner Schweigepflicht umgehe ich heute. Aber nur die Teile, die maßgeblich verantwortlich für mein Cybermobbing, meinen Polizeischutz und meine Suizidgedanken waren. Mir ist es wichtig, hier an dieser Stelle nochmal klarzustellen, ich umgehe die Schweigepflicht nicht, um GNTM zu diffamieren. Ich umgehe die Schweigepflicht, um Menschen dafür zu sensibilisieren, dass Reality-TV nicht die Wahrheit sei. Außerdem möchte ich dafür sensibilisieren, mit dem Hass sehr sparsam umzugehen im Netz, denn das kann sehr gefährlich für Betroffene von Cybermobbing enden. Ja, aber das Video bist du schneller gestellt, Chat, by the way. Herzlich willkommen zu meinem zweiten sehr brisanten Video. Germany's Next Topmodel, die Enthüllung, was sonst noch so hinter den Kulissen passiert. Oh yeah. Mich bei all den Kandidaten... Doch bevor ich gleich starte, ist es mir nochmal wichtig, mich bei all den Kandidatinnen zu entschuldigen, denen ich mit meinem Verhalten und meinen Worten wehgetan habe. Das tut mir wirklich aufrichtig leid und das war nie meine Intention. Mit diesem Video möchte ich euch zeigen, wie es überhaupt erst dazu kam. Trotzdem übernehme ich Verantwortung für mein Handeln und meine Worte. Fangen wir mal an. Also, erstmal, was war da los wirklich? Also ich muss sagen... Mach doch langsamer, Chat, sie redet schon recht schnell. Ich war mir halt nicht so sicher, wie heftig dieses Video einschlagen wird, das allererste, weil ich mir nicht sicher war... Wie viel wisst ihr davon schon? Aber diese Reaktion, die ich bekommen habe, hat mir gezeigt, dass ich es goldrichtig gemacht habe, weil der Zuschauer und die Zuschauerin eben überhaupt null wissen, was hinter den Kulissen passiert. Das hat mich wirklich auch geschockt, dass ihr gar keine Ahnung davon hattet, teilweise. Ich habe über Instagram dann eine Fragerunde gemacht und wollte wissen, was wollt ihr denn noch so wissen? Eine sehr, sehr häufige Frage war, warum mache ich das Video und warum erst? Ist diese Schweigepflicht nicht egal, weil das mittlerweile Gegenstand öffentlichen Interesses ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn man ein NDA unterschrieben hat, wo drin steht, ey, du musst XY zahlen, wenn du darüber redest, dann gilt erstmal dieser Vertrag. Klar, man kann dann vielleicht gegen klagen, aber der Vertrag gilt erstmal. Jetzt. Also, zu der Frage, warum erst jetzt, müsst ihr wissen, dass wir unter einer Verschwiegenheitspflicht stehen. Das heißt, wir dürfen absolut nichts, absolut gar nichts davon preisgeben, was hinter den Kulissen passiert. Und wir dürfen uns nicht mal negativ bezüglich der Show oder Heidi Klum äußern. Diese Schweigepflicht hat man... Ach, geil, dass man sich nicht negativ gegenüber Heidi oder der Show äußern darf. ...praktisch festgelegt. Und sollte man diese Schweigepflicht brechen, darf Germany's Next Topmodel bzw. die Produktionsfirma eine Geldsumme festlegen, die du zahlen musst. Die Höhe ist offen. Das liegt ganz im Ermessen von Red 7. Auch geil, die Höhe. Die Höhe ist offen, die ihr zahlen mit. Ist nur gegebenenfalls gerichtlich zu prüfen. Das heißt, wir wissen nicht mal, was für eine Geldstrafe uns zu erwarten hat, wenn wir die Schweigepflicht brechen. Das heißt, es können 300 Euro sein. Es wird halt eher so 60-70k sein. Es können aber auch 300.000 Euro sein. Und da das wirklich den existenziellen Ruin bedeuten könnte für manche, also für mich auf jeden Fall, haben halt viele Kandidatinnen große Angst davor, ihr Schweigen zu brechen. Und dafür habe ich größtes Verständnis. Ja, ich auch. Doch dann fragt man sich... Also deswegen keine Person haten, die nichts darüber sagen möchte. Weil wenn jemand Angst hat, darüber zu reden, dann sollte man es auch respektieren. Warum machst du es denn dann überhaupt? Also auf der einen Seite, der wichtigste Grund ist für mich, im Laufe meines Kampfes gegen Cybermobbing ist mir einfach bewusst geworden, wie wenig der Zuschauer und die Zuschauerin davon wissen, was hinter den Kulissen passiert. Und wie selbstverständlich Hass wird aufgrund von Reality-TV-Shows, die dieses Bild vermitteln und Hass erzeugen. Für Schülerinnen und Schüler ist Hass im Netz kompletter Alltag. Und für mich haben Reality-TV-Shows mit die größte Vorbildfunktion, was das angeht, weil das gucken die Schülerinnen und Schüler und Schülerinnen und Schüler sind im Netz aktiv. Außerdem habe ich wirklich große Sorge, dass sich irgendwann mal eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer von Reality-TV-Shows wirklich das Leben nimmt. Actually, könnte passieren. Ich glaube, depressiv wurden danach einige. Aufgrund des Cybermobbing oder aufgrund der traumatischen Erlebnisse, die man im Laufe der Sendung sammelt. Und deswegen möchte ich jeden dafür sensibilisieren, der in so eine Show reingehen möchte, wie es wirklich abläuft. Und dann kann jeder vorher entscheiden, bin ich stark genug dafür. Ich finde, so ein Aufklärungsvideo hätte nicht ich machen müssen, sondern mindestens irgendeine Produktion von irgendeinem Reality-TV-Format.
Aber da das nicht passiert ist, mache ich das heute. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal klarstellen, dass ich zwar sehr viel über GNTM und die Produktion rede, aber GNTM und die Produktion von GNTM bei weitem nicht die einzigen sind, die das so praktizieren. Ich glaube, das machen halt die allermeisten. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das in manchen Reality-TV-Formaten sogar noch heftiger zugeht. Ich glaube auch. Ich kann aber davon nichts erzählen, weil ich nur bei GNTM bisher mitgemacht habe, deswegen beschränken sich all meine Erzählungen auf GNTM und die Produktion von GNTM. Ein weiterer Grund, warum ich dieses Video mache, ist tatsächlich meine Familie. Ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, was das für meine Familie bedeutet hat, dass ich diesen Hass erlebt habe. Und nicht nur, dass ich diesen Hass erlebt habe, sondern meine komplette Familie wurde gehasst. Und ich habe das Gefühl, ich bin meiner Familie schuldig, dass alles, was damals passiert ist, richtig zu stellen und klarzustellen. Trotzdem möchte ich euch auch erzählen, warum ich mich traue, dieses Video zu machen. Auf der einen Seite muss ich klipp und klar sagen, ich bin bereit, diese Geldstrafe, egal in welcher Höhe, für mich anzunehmen. Ihr werdet aber über alles informiert. Bei jedem Gerichtsprozess würde ich euch mitnehmen und bei jedem. Aber auch Free Content einfach für sie, ne? Von jedem Schreiben von GNTM. Und mieser Content für GNTM. Nehme ich euch genauso mit. Ich denke nicht, dass die Produktion von GNTM mir eine Geldstrafe aufbrummen wird, weil sie damit direkt zugeben würden, dass ich die Schweigepflicht gebrochen habe. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass ich die Wahrheit sage. GNTM müsste... Nein, sie können sich auch verklagen nach dem Motto, du diffamierst unsere Show und rufschädigt uns. Also das, die können dich auf jeden Fall anzeigen. Das geht safe. Dann offiziell sagen, ja, sie sagt die Wahrheit, deswegen hat sie die Verschwiegenheitspflicht gebrochen, weil so... Aber wenn GNTM smart wäre, könnte ich auch sagen, ey, manche Sachen sind wahr, manche Sachen sind falsch. Und gegen die Sachen, die falsch sind, zeigen wir doch mal extern an, die Sachen, die wahr sind, die du gesagt hast, wollen wir jetzt Geld sehen. Läuft bei uns ab. Das ist der erste Grund, warum ich nicht glaube, dass ich was höre. Außerdem kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Verträge sittenwidrig sind. Bevor ich euch jetzt aber noch die ganzen Stories erzähle, die ihr unbedingt noch wissen wollt und müsst, möchte ich euch hier ein paar Meinungen von anderen Kandidatinnen von meiner Staffel oder von Staffeln davor einblenden. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, auf das, was ich in meinem letzten Video schon gesagt habe, dass alles, was ich erzähle, meine Erfahrungen mit Germany's Next Topmodel sind. Natürlich können das alle bestätigen, die in den Situationen dabei waren, aber natürlich können auch andere, ganz andere Erfahrungen mit GNTM machen. Ja. Weil das Rollenbild der Zicke ist genauso fester Bestandteil der Show, wie zum Beispiel das Rollenbild des Publikumslieblings. Es ist natürlich glasklar, dass das Publikumsliebling ganz andere Fragen gestellt bekommt und eine ganz andere Zeit des Drehs und der Ausstrahlung hat, als die Zicke, die schwersten Cybermobbing erlebt. Aber hören wir doch erstmal in die Meinung der anderen Kandidatinnen rein. Ich denke, vor allem eine Meinung wird euch sehr interessieren. Und zwar habe ich eine Meinung von einer Kandidatin, und zwar von Nina. Sie hat die Füße eingecremt bekommen und sie hat folgendes TikTok dazu. Laut. Also, ich denke, das sagt alles. Passend würde ich gerne an dieser Stelle nochmal Nikitas Kommentar nach Ninas Walk hören. Da ist ein Öl auf deinen Füßen, Schatz, das geht nicht. Ich denke, der Fall ist eindeutig. Es gab aber noch eine, die sehr, sehr schlimm gestürzt ist an dem Tag, und das war Magda. Sie lassen wir das Magda selbst erzählen. Hi Leute, das bin übrigens ich. Und das ist mein Sturz. Oder mittlerweile alle gemerkt haben, dass es nicht so normal ist, dass so viele Mädels auf die Fresse fallen, wollte ich was zu meinem Sturz sagen. Meine Füße waren zwar nicht eingeölt wie bei Anastasia oder Nina, aber meine Schuhe waren einfach 3 Nummern zu klein. Das hat erstens wehgetan und das ging auch gar nicht. Und man konnte nicht wechseln mit Affen. Das Krasseste war, ich habe mich ja wirklich verletzt. Also ich habe geblutet, das hat wehgetan und es hat einfach keinen interessiert. Heidi hat mich gefragt, wie es mir geht. Das Team hat mich gefragt, wie es... Machst du gerade eine Memo mit der Rund? Mir geht als dann, aber Ärzte und Sanitäter kamen, um die Wunde zu desinfizieren und das alles zu behandeln, kam so
Was passiert? Sofort das Kamerateam, die haben sich so krass in diese Behandlung eingemischt. Die kamen mit ganz vielen Lichtern und hatten so richtig ekelhafte Fragen, mit denen die mich zum Weinen bringen wollten. Die haben mich dann gefragt, glaubst du, dass irgendwas verrutscht und man hat irgendwas im Fernsehen gesehen, was man nicht hätte sehen sollen? Glaubst du, Heidi fand das schlimm? Glaubst du, die Leute haben gelacht? Das Ganze ging dann so weit, dass die Sanitäter und die Ärzte sich mit der Produktion in die Haare gekriegt haben und die zu denen gesagt haben, ey Leute, geht einfach. Sie macht einfach Memos im Hintergrundchat. Wir müssen unsere Arbeit machen. Ich packe euch die Links. Ah, da ist sie ja. Zu den Statements in die Beschreibung und dann könnt ihr euch die Statements in voller Länge angucken. Maribel aus meiner Staffel sagt Folgendes zu meinem Statement. Also viel zu... Boah, Digga, die Lautstärke, ich... Boah. Thema, ja, die NTM. Ich würde mich einmal kurz zu dem Video äußern und möchte aber vorab einmal kurz sagen, dass ich es nicht besser hätte zusammenfassen können, wie was in dem Video gesagt wurde. Also ich finde, Liana hat es sehr, sehr gut formulieren können und genau. Ich denke mal, das Video hat einige von euch geschockt, logischerweise. Allerdings möchte ich noch mal einmal kurz dazu sagen, und das war mir sehr, sehr wichtig zu sagen, dass natürlich nicht nur sie irgendwie betroffen war von diesen Hate-Attacken. Aber auch Kandidatinnen aus anderen Staffeln haben sich zu dem Thema gemeldet. Wie zum Beispiel Natalie Volk, aka Miranda Grande. Sie hat folgendes Statement in ihrer Story dazu gepostet. Ich wollte noch mal loswerden, wie schrecklich diese Sendung eigentlich ist und Liana zu 100% alles richtig gestellt hat. Als ich meinen Arm beim Casting verletzt habe, habe ich am Abend das Produktionsteam gebeten, mir einen Arzt zu holen. Der Arzt kam in Wirklichkeit nach 3 Tagen. Oder mich gezwungen hat, mit 16 mich auszuziehen und alleine ins Bad mit einem Kameramann gesteckt hat. An dieser Stelle möchte ich... Okay, da wurde jetzt einiges ausgelassen, aber okay, also könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt. Man muss aber zum Statement von Miranda Di Grande sagen, dass das Red 7 bzw. eine Sprecherin von ProSieben das dementiert hat, dass es so passiert ist. Also die haben dementiert, dass sie 3 Tage auf den Arzt warten musste. Der hat gesagt, das stimmt halt nicht. Wollte ich nur dazu sagen. Möchte ich nochmal festhalten, wie unglaublich erschreckend und schockierend ich teilweise die Geschichten von den anderen Kandidatinnen finde. Eine weitere Kandidatin aus einer anderen Staffel hat sich gemeldet, und zwar Nele, und hat Folgendes zu meinem Statement zu sagen. Stimmt alles, was... Ja, Nele hat auch... Also Nele kommt auch immer im Video drin vor. Nele hat auch kranke Statements einfach. Also Nele hat auch... Sie redet ein bisschen langsamer, deswegen machen wir ein bisschen schneller. Aber Nele hat auch krankes Shit einfach erzählt. Hört mal zu. Was sie in diesem Video über GMD sagt, nur unterstreichen. Also alles, was sie sagt, stimmt. Ich markiere euch mal das Video, dann könnt ihr euch selber mal anschauen. Aber ich wollte trotzdem auch nochmal so ein paar Sachen aus meiner Sicht erzählen. 2017 in meiner Staffel hat man ja versucht, mich als Quotenzicke dastehen zu lassen. Mit ganz gutem Erfolg. Allerdings habe ich weniger gegeben, als sie, glaube ich, wollten. Ich erzähle euch einfach mal ein paar Sachen, die so vorgefallen sind, die auch nicht ausgestrahlt worden sind. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Das Shootout mit Claudia. Da ging es ja schon los, dass die Redaktion, und das haben Claudia im Nachhinein noch festgestellt, weil wir ja sehr befreundet sind und uns noch mal unterhalten haben, zu Claudia gesagt haben, dass ich hinter ihrem Rücken schlecht über sie geredet hätte. Was nicht stimmt. Also es gibt keine einzige Aufnahme, in der ich schlecht über sie geredet habe, weil ich es nicht getan habe. Claudia stand natürlich vollkommen aufgelöst da, weil sie... Ja. Auch das, was wir vorhin schon im Rezo-Video gesehen haben, dass die Produktion einfach random Stuff behauptet, damit die halt Streit erzeugen. Verstehen konnte, warum ich schlecht über sie rede. Ich auf der anderen Seite sehe nur Claudia, die behauptet, ich stand auf der anderen Seite, habe nur gesehen, wie Claudia mit Michael Michalski darüber spricht, dass ich über sie lästern würde. Und ich dachte mir, Alter, was machst du eigentlich gerade für eine Show? Weil ich ja wusste, dass es nicht stimmt. Und ich dachte, sie denkt sich das aus, um mich schlecht dastehen zu lassen. Dabei wurde ihr das auch nur erzählt. Und ich stand da und war natürlich sauer, weil ich mir dachte, warum bist du so fake? Wir haben uns die ganze Zeit verstanden und nur weil wir jetzt im Shootout sind, stehst du da und fängst an zu weinen und ich hab dir gar nichts getan. Dann habe ich mitbekommen, dass bewusst meine Schuhe manipuliert worden sind. Woher weiß ich das? In der Folge auf dem Schrottplatz, wo mein Absatz abgebrochen ist, war ein Gastmodel da und der PR-Berater von ihr. Den kannte ich persönlich, das war ein... Also Chat, ich wundere mich, warum ich nicht so geschockt bin jetzt gerade. Das sind kranke Storys, die Nele gerade erzählt. Das Ding ist, ich habe dir alles schon für mein Video vorbereitet quasi. Dementsprechend kenne ich die ganzen Storys schon, aber ich will sie euch trotzdem nochmal hier zeigen. Ein Freund von mir, weil wir in derselben Agentur gearbeitet haben, und der hat mir erzählt, dass er das beobachtet hat, im Nachhinein natürlich. Und ich stand da und saß da vorher, schon gesehen, mit meinem Schuh stimmt irgendetwas nicht. Also wenn der Absatz so war, dann war er so angeschreckt, also ich wusste, okay, der wird nicht lange halten. Und saß da und habe gefragt, ob... Ich mache ein bisschen langsamer, sorry. ...ob ich neue Schuhe haben kann. Und dann hieß es, nein, das gibt es nicht, wir müssen jetzt gleich los, es ist alles im Stress. Du musst das jetzt mit diesen Schuhen rocken. 2 Stunden später saß ich immer noch da. Aber ich habe keine neuen Schuhe bekommen. Und es hat funktioniert. Ich glaube, das Krasseste für mich war die Woche, in der ich rausgeflogen bin. Ich war... Jetzt hört euch diese Story an, Chat. Das ist so abgefuckt. Das ist so abgefuckt, was jetzt kommt. Todkrank. Ich hatte eine Magenschleimhautentzündung. Mir ging es richtig beschissen. Ich habe nur gekotzt. Ich konnte nichts essen, nichts trinken. Es ist nichts in mir geblieben. Und wir haben ja einen Roadtrip gemacht nach Las Vegas, haben dann zwischendurch gezeltet, auch da die ganze Zeit nur im Kotzen. Es war so schlimm, dass wir, als wir dann nach dem Zelten weiter nach Las Vegas gefahren sind, saßen vorne mit einer Kotztüte in der Hand und mussten alle halbe Stunde oder alle 20 Meter anhalten, weil die Tüte voll war und ich
irgendwo hinkotzen musste und natürlich nicht ins Auto kotzen wollte. Digga, das ist so abgefuckt. Und das wollte gefilmt, das sollte gefilmt werden. Allein, dass sie es filmen wollten, so WTF. Ich habe dann die Person darum gebeten, das nicht zu filmen, weil ich nicht möchte, dass ins Fernsehen kommt, wie ich da sitze und kotze. Ich habe dann in Las Vegas darum gebeten, zu einem Arzt zu kommen oder dass ein Arzt zu mir kommt, weil mir ging es wirklich dreckig. Und der einzige Vorschlag, der kam, ist, dass ich ins Krankenhaus fahren kann. Das Ganze muss ich dann aber filmen, beziehungsweise das Ganze wird vom Kamerateam begleitet. Und das wollte ich nicht, das heißt, ich habe auf einen Arzt verzichtet. Also, sie durfte nicht zum Arzt. Also, sie durfte zum Arzt, aber es hätte gefilmt werden müssen. Und ohne es zu filmen, hätte sie nicht zum Arzt gehen dürfen. What? WTF, Digga. Wenn man jedes Statement hört in Verbindung mit meinem ersten Video, wird ganz schön klar, was für ein abgekartetes Spiel es ist, weil sie die Maschen Jahr für Jahr wiederholen. Ich finde es erschreckend, dass gerade die Schuhmanipulation und diese Streitigkeitsmanipulation in jeder Staffel Verwendung findet. Lenara wollte in der letzten Staffel freiwillig aussteigen. Sie hat zwar kein klares Statement zu meinem Video abgegeben, hat aber ihre Geschichte erzählt. Lenara erzählt davon, wie sie aus GNTM aussteigen wollte, weil alles ganz anders war, als sie es sich vorgestellt hatte und die Produktion ihren Ausstiegsgrund nicht als offizielle Meinung akzeptiert hat und deswegen einen Ausstiegsgrund erfunden hat. Sie erzählt auch davon, wie sie einen Namen nennen musste. Das ganze Video bzw. den Link findet ihr in meiner Beschreibung. Zu guter Letzt kommen wir zu Jasmin aus der diesjährigen Staffel. Sie ist in die Top 20 gekommen und wurde deswegen selbstverständlich zum Finale nach Köln eingeladen. Sie hat aber aufgrund meines Videos beschlossen, nicht am Finale teilzunehmen. Mein allergrößten Respekt. Krasse Frau, krasse Frau. Um euch nochmal klar zu machen, was ich mit Scripted Reality TV meine, möchte ich über die Castings sprechen. Ich weiß, ihr habt mir bei Instagram geschrieben, ihr wollt unbedingt wissen, wie Castings ablaufen. Ich kann mich noch an mein allererstes Casting erinnern. Wir waren noch in L.A. und Anastasia und Jackie und ich wurden eingeladen, nach Berlin zu fliegen zum Insta-Casting. Es ging um eine große Fotostrecke, also es ist schon ein super, super geiler Job für ein Model zum Start der Karriere. Naja, auf jeden Fall ist da mit das Witzigste passiert, was man sich da vorstellen kann. Wir kamen beim Casting an, standen vor der Tür und die Produktion hat uns die Anweisung gegeben, bitte passt mal auf, ihr geht gleich da rein, da steht, da wird jemand von InStyle sein, sie wird sich bei euch vorstellen und euch eine Anweisung geben, geht einfach rein, guckt, was passiert, ihr werdet schon sehen, was hier los ist. Wir sind reingegangen, gar nicht, Entschuldigung, ungelogen, wir sind... Okay, was kommt jetzt? So absurd, Entschuldigung. Also wir sind reingegangen und wollten uns gerade vorstellen und da kam die, ich weiß nicht, ich glaube es war die Redaktionschefin, aber ich will mich hier gerade nicht vertun, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall kam sie und wollte sich halt bei uns vorstellen und sagte, hi, mein Name ist Anastasia. Und hier das beste Beispiel für meine Naivität, ich nur so, oh krass, sie heißt auch Anastasia. Und im nächsten Moment meint die Produktion nur so, Cut, Mädels raus, nochmal von vorne. Und da habe ich erst verstanden, dass sie sich versprochen hat. Und bevor wir alle noch unsere Namen sagen konnten, hatte sie den Namen Anastasia schon im Kopf. Dazu möchte ich gleich sagen, Anastasia hat am Ende auch den Job bekommen. Meine Vermutung ist, kennt ihr das, wenn ihr an irgendwas denkt, was ihr aber auf gar keinen Fall sagen wollt? Boah, und ja, ja. Weil ihr gerade die ganze Zeit daran gedacht habt. Boah, ja, ich weiß. Anastasia sollte den Job bekommen und sie hat sich versprochen, dann, als sie es vorgestellt hat. Ich glaube, so war es ja. Anastasia war die Beste für den Job. Ohne Scheiß. Guckt euch die Fotostrecke an. Sie hat das so großartig gemacht. Gerade bei so einer Fotostrecke ist es einfach wichtig, edgy zu sein. Weil da solltest du keine Bilder machen wie auf Instagram, wo du nur posierst. Da musst du verrückte Posen machen. Die ich mache auch keine Bilder auf Instagram, wo ich posiere. Weil die super natürlich aussehen sollen. Und das hat Anastasia einfach im Schlaf gekonnt. Ich könnte das niemals. Das heißt, ich glaube schon, dass immer die richtigen Leute fürs Casting ausgesucht werden. Aber dass es einfach vorher schon feststeht. So, dann kommen wir doch mal zu der Story, die euch so brennend interessiert, und zwar die Wein-Story. Und das wird aus mehreren Perspektiven spannend. Okay, die Wein-Story. Also scheinbar, was ich mitbekommen hatte, ist, dass sie Alkohol hatte in der Villa, wo die ja gelebt haben, aber sie durften da gar keinen Alkohol haben. Und jetzt kommt die Story, warum sie da Alkohol hatte. Im Modelloft und auch in der Modelvilla sind wir immer mit zwei Bussen zum Set gefahren. So. Irgendwann waren wir natürlich so wenige Mädels, dass wir nur noch mit einem Bus zum Set gefahren sind. Und dieser Busfahrer, da waren wir aber schon sehr, 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 sehr weit fortgeschritten. Der Busfahrer, der uns immer gefahren hat, der hat das schon seit 5-6 Jahren gemacht. Und der hat sich immer sehr gut mit den Mädels verstanden. Und es ist so, dass uns die Produktion erzählt hat, wenn eine Kandidatin rausfliegt, möchte Heidi es nicht, dass die anderen Kandidatinnen, die noch drinnen sind, in der Villa die Frau treffen, die rausgeflogen ist.
So. Das heißt, unser Busfahrer hatte die Anweisung von der Produktion, an irgendeinem Parkplatz mit uns nochmal 20, 30 Minuten zu warten, bis die Kandidatin all ihre Sachen gepackt hat und aus der Villa raus ist. Soweit, so gut. Wie gesagt, der Busfahrer hat das aber schon lange gemacht. Der ist auch wirklich cool gewesen. Es tut mir nochmal an dieser Stelle leid. Vielleicht werdet ihr verstehen, was mir leid tut. Er wusste ja, wir kriegen keine Süßigkeiten so. Und deswegen hat er gesagt, pass auf, wir halten an einem Parkplatz, aber an einem Supermarktparkplatz. Ich gehe eine rauchen und sehe nicht, was ihr in der Zeit macht. Wenn ihr also reingehen wollt und eine Süßigkeit kaufen wollt, dann macht das. Aber seht zu, dass die Produktion nichts davon mitbekommt. Ehremann, Digga. Richtiger Ehremann, der Junge. Ist auch ewig lange gut gegangen. Also jedes Mal, wenn jemand rausgeflogen ist, durfte man dann also zum Supermarkt heimlich hinter Brücken der Produktion. Geiler Typ, Digga. Geiler Typ. Süßigkeiten eingekauft. Es war ein Döner reinfetzen. Eingekauft. Ihr seht, es gibt Menschen dort am Set. Nur halt nicht die Redakteure, Liana. Und an dem Tag ist sie fast rausgeflogen. Sie war eine Wackelkandidatin. Naja, kam aber noch eine Runde weiter. Nicht alle Helden tragen Cape Chat. Gott sei Dank, aber uns ging es so scheiße, so unglaublich scheiße, dass wir gesagt haben, wir brauchen Vino. So ein Vino sage ich Nino. Und dann sind wir halt... Nein, den Spruch habe ich jetzt mal nicht gehört. ...in den Supermarkt gegangen und haben uns halt eine fette Flasche Wein mit aufs Band gepackt. So, wie kam das Ganze raus, ist die Frage. Ja, gut, das war halt America Sizes, ne? So war es halt nicht 0,7 Wein. Sondern es war irgendwie so eine 1,5 Liter Flasche Wein. So eine Familienpackung halt, so wie in Amerika halt alles XXL ist. Und die haben wir uns genüsslich reingefahren, die Flasche Wein. Heißt, sie waren ein bisschen besoffen. Hatten halt aber monatelang nichts getrunken gehabt vorher an Alkohol. Und dementsprechend sind Lari und ich tanzend und singend durch die Villa gesteppt. Die anderen Mädels haben das mitbekommen und auch unsere Supernanny hat das mitbekommen. Auf jeden Fall kam dann irgendwann die Nanny in unser Zimmer und meinte, ja Mädels, ihr habt doch was getrunken, haucht mich mal an. Und wir nur so, nee, wir haben gar nichts getrunken, Madame. Und dann ist sie halt überall rumgegangen, hat an unseren Getränken genippt und überall, aber das Geile war, die Flasche war schon längst gekillt. Sie hat wirklich nichts gefunden, wir haben die Flasche Wein in unserer Unterwäscheschublade versteckt, weil wir dachten, da wird man nicht suchen. Ich würde es auch nicht wollen, als Nanny in irgendwelchen Tangas von fremden Frauen rumzuwühlen. Deswegen hat auch geklappt, sie hat die Flasche, sie hat die leere Flasche Wein nicht gefunden. Ist rausgegangen und Leute, ohne Scheiß, wir waren so dumm und haben die Einkaufstüte vor unserer Tür liegen gelassen. Aua. Ja, okay, das ist dann halt Lehrgeld, ne? Ey, wenn man halt dann so dumm ist und dann, ja. Sieht nur so, oh, was ist denn das? Nimmt die Einkaufstüte hoch und was war da noch drin, ne? Der Kaschebon. Der Kassenbon. Oh, der Kassenbon ist wieder drin. Oh, dumm. Okay, das ist natürlich stupid. Der gottverdammte Kassenbon. Und sie holt ihn nur raus. Und was ist das? Und Lari guckt mich an. Ich guck Lari an. Lari mir so. Und ich mir so. Wir wussten halt keine Antwort, weil man muss ja aber wirklich ehrlich sagen, wir haben ihr ja 5 Minuten vorher kackendreist ins Gesicht gelogen und ihr gesagt, wir haben hier nicht keinen Alkohol getrunken. Natürlich kann ich verstehen, dass sie halt darüber sauer war, dass wir sie angelogen haben, aber wir haben uns natürlich bei ihr entschuldigt, die nächsten Tage haben wir uns bei allen entschuldigt. Ab diesem Zeitpunkt hat uns die Nanny zutiefst gehasst, also wirklich zutiefst gehasst. Es ging gar nichts mehr. Die Nanny hat mit uns kein Wort mehr geredet. Die kam morgen klopf, 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 um uns zu wecken. Und ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, was das für ein unwohles Gefühl in einen aus... Aber mal for real, who cares? Solange sie alt genug sind, der Tag war ja am Ende, war ja eh Ende, wenn 30 Minuten vorher eine rausgeflogen ist. Ja, aber ich glaube, die dürfen das nicht machen. Also die dürfen halt keinen Alkohol trinken. Die dürfen halt keine Süßigkeit essen, die dürfen das halt nicht. So, das gehört halt irgendwie zum Showkonzept dazu. Was natürlich stupid ist, dieses künstliche Stress machen. Ja, ist halt dumm. Wenn du in einer riesen Villa wohnst, wo dich alle drin hassen, die Nanny hat uns totgehasst, die anderen Kandidatinnen haben uns totgehasst. Lari und ich hatten keine Chance, als den Redakteuren zu glauben, dass sie uns mögen und das Beste für uns wollen. Weil das waren die einzigen Menschen, die menschlich dort am Set zu uns gewesen sind. Es war nur so, da erinnere ich mich noch dran, als die letzte Sequenz abgedreht wurde fürs Finale, also ne, letzte Folge vorm Finale. Und danach sind wir nochmal alle gemeinsam nach Jamaika geflogen mit Red. Und da war die Nanny wieder richtig lieb zu mir. Auf einmal so, als wäre sie ein anderer Mensch. Auf einmal war sie wieder der netteste Mensch.
aber erst dann, als alles abgedreht war. Und das war so mindblowing. In dem Moment wusste ich, weil Larry und ich haben uns immer gefragt, warum hasst sie uns denn jetzt so sehr? Warum denn jetzt so sehr? Nur weil wir Wein getrunken haben? Nur weil wir diese Notlüge erfunden haben, dass wir keinen Wein getrunken haben? Aber als sie dann so nett auf einmal wieder zu mir war, war mir klar, es ging nur darum, dass Larry und ich uns so unglaublich scheiße fühlen, dass wir den Redaktion, dass wir da in der Redaktion glauben. Heidi fand das alles halb so schlimm. Das war halt ja auch das Witzige. Warum findet... Also Heidi hat es uns ja direkt wieder verziehen. Und zwar hat sie dann gemeint, ja Mädels, ne, ist nicht so gut, aber schwamm drüber. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und meinte dann, ich möchte... Im wahrsten Sinne des Wortes schwamm drüber? Okay. Interessant. Ich möchte gerne Erdbeerrolle haben, weil ich liebe Kuchen. Dann war das so am Abend, kam die Produktion und haben gesagt, so hier Mädels, hier auf dem Tisch seht ihr alle Zutaten für eine Erdbeerrolle, dann packt mal los. Und wir nur so, ja, dann Rezept bitte schön. Und die nur so, es gibt kein Rezept. Alle Zutaten auf dem Tisch, aber wir wussten gar nicht, wie viel Gramm von was. Und wie, wir wussten noch nicht, dass man Eier zum Beispiel trennen muss. Oder bei wie viel Grad muss das in den Ofen oder wie lange. Ja, okay, ja gut. Muss das in den Ofen. Dass es eine Katastrophe wird, war ja wohl klar. Wenn dir wirklich etwas leid tut, weil du einen Fehler gemacht hast, wenn du erwischt wurdest, aber es sofort wieder tun würdest. Warum ich euch das aber erzähle ist, eine Woche später kam die Redaktion wieder in die Villa, wieder weil eine Erdbeerrolle gebacken werden sollte, aber nicht von uns, sondern von den Mädels. Und die Mädels tatsächlich haben ein Rezept bekommen. Ja, what the fuck. Für ihre Erdbeerrolle. Und von wem? Dreimal dürft ihr raten von unserer zaubervollen Nanny. Weil unsere Nanny hatte ja natürlich ein Handy. Und warum das jetzt so spannend wird, ist... Germany's Next Topmodel hat das als YouTube-Video ausgestrahlt, wie anderen Mädels eine Erdbeerrolle backen und was für eine. Und ich muss ungelogen zugeben, die war so lecker, alter Larry. Und ich habe uns den Bauch vollgeschlagen mit dieser Erdbeerrolle. War wirklich gut. Also Sarah Posch kann halt auch einfach gut backen, muss man sagen. Nur sie haben ein YouTube-Video hochgeladen, wie einfach es doch ist, eine Erdbeerrolle zu backen. Und ihr könnt euch, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie viel Hate ich dann bekommen habe, nachdem dieses YouTube-Video veröffentlicht wurde. Weil das heißt, wie dumm bist du denn einfach? Du kriegst nicht mal eine Erdbeerrolle gebacken, die Mädels aus dem Schlag aber sowas von perfekt gebacken bekommen. Wir hatten kein Rezept. Ja gut, ohne Rezept, wenn man nicht weiß, wie es geht, ne? Ja, Digga, wüsste ich auch nicht jetzt, Digga. Kein Plan. Wir hatten ein Rezept, aber das weiß der Zuschauer nicht. Und dann ist es auch kein Reality-TV mehr. Genau, auf jeden Fall habe ich ziemlich am Anfang den Hashtag Fake bekommen. Und diesen Hashtag haben die Redakteurinnen immer genutzt, um mich zu Handlungen zu bringen. Dazu muss ich sagen, nochmal auf den Vertrag zurückzukommen. Wir unterschreiben im mitwirkenden Vertrag für die Produktionsfirma, unterschreiben wir, dass wir den Aufforderungen und Empfehlungen der Redakteure vor Ort in Bezug auf unsere gesamte Teilnahme an der Show nachkommen werden. Sollten wir diesen Anweisungen und Empfehlungen nicht nachkommen, stellt das einen schweren Vertragsbruch dar. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir müssen... Also, wenn sie nicht mitmachen, dann ist es ein Vertragsbruch? ...den Empfehlungen und Anweisungen Folge leisten, ansonsten werden wir im Prinzip rausgeschmissen. Das heißt nichts anderes. Ja, geil. Wir haben getanzt. Oder wir sollten eine Choreo lernen, im Playground waren wir, kamen dann wieder zu Hause an und haben, wir ganzen Mädels haben halt oben dann die Choreo gemeinsam geübt. Dann kam eine liebe Redakteurin zu mir und das war mit die schlimmste Redakteurin, die es da gab, weil das war meine zweite Ersatzmami, die hat mit mir geheult, die hat mit mir gelacht, die hat sich nur um mich gesorgt, die fand mich so toll und so super und so alles. Zu ihr muss ich sagen, und das wusste ich auch, also kannst du wirklich zu mir sagen, du bist richtig dumm und richtig naiv, sie kam von Bauer sucht Frau. So, auf jeden Fall war diese ganz... Ja, schon sass, wenn die von Bauer sucht Frau kommt. Ah, weil Bauer sucht Frau hat auch nicht so den besten Ruf, sag ich mal so, ne? Ganz, 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 ganz schlimme Redakteurin. Die hat mich richtig ins Verderben, also so richtig ins Verderben geschmissen. War es dann so, dass wir alle gemeinsam getanzt haben und sie kam zu mir mit Liana, jetzt komm mal ganz kurz her, jetzt mal ohne Witz, ne? Du verstehst dich hier mit den Mädels nicht, das weiß auch der Zuschauer, das weiß die Zuschauerin. Wie fake kommt es jetzt bitte, dass du hier mit den Mädels mittanzt? Ganz ehrlich, der Zuschauer wird wissen, dass du fake bist, wenn du hier oben mittanzt. Mit allen Mädels und dich nicht davon distanzierst. Gerade du kannst Choreo am besten von allen. Die anderen gucken dir nur ab.
Und ihr so, ja, was soll ich jetzt machen, ne? Also, weil da standen die Spiegel auch bereit. Und sie meinte, pass auf, wir suchen dir jetzt einen Spiegel. Und du gehst nach unten, du schnappst dir die Lari, wirklich, ich soll die Lari da rauszerren. Und dann tanzt hier unten. Und das war wirklich, da hatte ich irgendwie Bauchschmerzen, weil ich dachte, irgendwie kommt mir das komisch vor. Also, sie wollte oben mit den Mädels tanzen, dann sollte sie aber nicht, weil es fake wirkt im Fernsehen. Und dann sollte sie irgendwie eine von den Mädels rausschnappen, mit der sie quasi gut zurechtkommt, um dann mit ihr leiden zu tanzen. Okay. Weil ich weiß jetzt nicht so richtig, wie ich da den Hashtag Fake wegkriegen soll. Dann ist die Frau doch in der ganzen Villa rumgelaufen. Ich schwöre, ist sie in der ganzen Villa rumgelaufen, um mir einen leeren Spiegel zu zeigen, den ich nehmen kann, den Treppe runtertragen kann, um da unten mein Tanzstudio aufzubauen. Und dann sagt mir doch mal bitte, also wir greifen nicht ins Geschehen ein. Was passiert? Passiert. Ich käme. Ich wäre in 100 Jahren nicht auf die Idee gekommen, mir diesen Spiegel zu grabben und unten zu trainieren. Nicht in 100 Jahren. Ihr habt mich so manipuliert, dass ich es gemacht habe. Und genau an dieser Stelle möchte ich auch nochmal dazu sagen. Also ja, klar kann man jetzt sagen, so ja, selber schuld, so, weil sie hätte auch einfach Nein sagen können. Andererseits hat man ja diesen Vertrag im Hinterkopf, dass man so mitmachen muss. Und wenn meine Redakteurin halt vertraut und sagt, ey, mach das so und so, das kommt viel besser an, dann ist ja die Meinung von dieser Person auch was wert für einen selber. Wenn ich mir den Spiegel nehme und ihn unten auf... Aber ich finde nicht, dass sie selber schuld... Also nee. Sie sind auch alle noch hier recht jung, auf keinen Fall ist sie selber schuld, nein. ...baue, verletze ich ja nicht unbedingt die Gefühle der anderen Mädels. Also falls ich das getan haben sollte, dann tut es mir total leid natürlich. Aber das will ich euch nur noch mal verdeutlichen. Das meiste, wofür ich gehasst wurde, ist nicht mal was, womit ich andere Mädels verletzt habe. Wisst ihr, das ist nicht mal was, wofür ich mir jetzt denken muss, oh Gott, was hast du gemacht? Hast du verdient den Hate-Kommentar dafür, sondern das sind einfach Sachen, da wurde ich einfach unsympathisch ausgestrahlt, aufgrund der Anweisungen, die die Redakteurin mir davor gegeben hat, die aber eigentlich die anderen Mädels ja überhaupt gar nicht großartig betrifft. Und das wusste die Redaktion, dass sie das macht und dass ich dafür Hass kassieren werde und trotzdem stellst du dich dahin als Redakteurin, guckst mir in die Augen und sagst, Liana, ich will doch nur dein Bestes. Ich will doch nicht, dass der Zuschauer denkt, dass du fake bist. Ich mag dich, ich hab so viel... Ja, das Vortäuschen, dass man einen mag, aber dann gleichzeitig manipuliert, ist halt echt wack. Ahnung von dem Business. Glaub mir doch, ich weiß doch, wie der Zuschauer tickt. Und das ist einer der Sachen, die ich mit am verwerflichsten finde an Reality-TV-Formaten. Du stellst komplett unerfahrene, ungeübte Menschen, die nichts mit der Medienbranche, so gar nichts zu tun haben, gegenüber von Leuten, die das studiert haben, die das seit Jahrzehnten machen, die genau wissen, welche Knöpfe sie zu drücken haben. Ja, das ist halt echt Belasto. Und die auch genau wissen, wie funktioniert Fernsehen, wie funktioniert Hass, wie funktioniert ein Shitstorm und mit was für Aktionen löse ich so einen Shitstorm auf. Ich wusste es vorher nicht, dass da Redakteurinnen sind, die dich so heftig verarschen, ins Gesicht lügen und menschlich mit dir spielen und dich manipulieren, dir sagen, etwas kommt gut an, was im Endeffekt nur dazu führt, dass du Morddrohungen bekommst und unter Polizeischutz gestellt wirst. Weil Digga, allein, dass man Polizeischutz braucht, ist so abgefuckt. Weil Cybermobbing so schlimm ist. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich wusste es nicht. Und natürlich weiß ich, dass es Jahr für Jahr eine Zicke gibt. Aber, und ich weiß auch, dass du aufpassen musst, was du machst. Aber ich weiß nicht, dass mein Verhalten von Redakteurinnen so manipuliert wird, dass ich mich verhalte wie eine Zicke. Ihr dürft nicht vergessen, ja, das, was ihr seht, ist der kleinste Teil. Lari und ich haben uns so gut zum Beispiel miteinander verstanden. Es wurde so oft gefilmt, wo wir uns liebevoll im Arm hatten. Ich habe so oft so geile Sachen über die anderen Kandidatinnen gesagt. Ich habe mich auch so gut teilweise mit anderen Kandidatinnen verstanden. Es gab so viele, mit denen ich mich so gut verstanden habe. Aber das habt ihr alles nicht gesehen. Und so kam es auch dazu, dass... Ja, musst du einfach nur nicht reinschneiden. Dann ab dem Zeitpunkt, wenn man halt nicht rein, wenn man halt nur reinschneidet, wie du dich nur beefst mit anderen und nicht auch mal schöne Momente hast, weil man beeft sich ja immer mit Leuten oder man hat dann auch so Phasen, wo man sich dann wieder verträgt und weiß nicht, lacht zusammen. Und wenn man das aber nicht reinschneidet, ja, lol, dann hast du halt schon direkt ein Bild kreiert. Dass wir nicht wussten, dass wir die Zicke werden, weil wir haben ja wohl sehr viel Positives auch von uns gezeigt, sehr viel Menschliches, sehr viel Liebevolles. Nur das kam ja nicht, das habt ihr ja nicht gesehen. Ihr habt nur diese Momente, die am extremsten waren und wo ich nicht gedacht habe,
dass man einfach nur diese Momente zusammenschneiden kann. Ich wusste ja nicht, dass man nur diese Momente zusammenschneiden kann, wo man mir Worte in den Mund legt, wo man mir Handlungen vorschreibt. Wisst ihr, ich dachte irgendwie ein bisschen was von meiner Personality müssen sie auch mit reinschneiden, aber es kam nicht. Ach ja, bevor wir jetzt aber gleich zum Ende dieses Videos kommen und wahrscheinlich auch zum mit spannendsten Teil, und zwar was... Okay, jetzt bin ich gespannt, was kommt jetzt noch? Was sagen die kritischen Stimmen zu meinem Video? Möchte ich euch nochmal dafür sensibilisieren, dass alle Mädels, die mir am Anfang des Videos zugestimmt haben und sich so mutig ihre Geschichten von GNTM erzählt haben, sich in die gleiche Gefahr gebracht haben wie ich. Das heißt, Frauen haben große Angst, darüber zu erzählen, was bei der Teilnahme von Germany's Next Topmodel wirklich hinter den Kulissen passiert. Da geht es den Stimmen, die sich natürlich kritisch zu meinem Video äußern, ein bisschen besser, weil sie nicht Gefahr laufen, dafür verklagt zu werden. Ich bin auch fest überzeugt, dass man eine Show nicht so machen muss. Du musst die Leute nicht in den schlimmsten Cybermobbing trennen. Du musst auch die Kandidaten... Natürlich muss man das nicht, aber es bringt halt Money, ist das große Problem. Wir leben, das ist der fucking Kapitalismus, Alter. Also, das rechtfertigt nichts, was GNTM gemacht hat, wollte ich nur gut sagen, aber... Ja. Können nicht traumatisieren mit der Teilnahme an Germany's Next Topmodel. Für mich war es immer ein Riesentraum, bei Germany's Next Topmodel teilzunehmen. Und dann ins Finale zu kommen, das war für mich so absurd. Ich im Finale? Ich dachte, ich habe mir einen Traum erfüllt. Und dann in so einem Albtraum aufzuwachen, also wirklich von hier oben, da unterm Boden zu landen, das war so eine große Diskrepanz. Damit ist meine Psyche nicht klargekommen. Jeder vierte Betroffene von Cybermobbing entwickelt im Laufe des Mobbings Suizidgedanken. Boah, jeder vierte ist krass. Hat sich Heidi bzw. Red7 schon zu den Äußern geäußert? Heidi hat heute gepostet, ja, ist mir egal. Heidi hat wirklich gepostet, ja, ist mir einfach egal. Machen wir mal weiter. Daher denke ich, ist es halt so gefährlich zu betrachten. Und daher möchte ich halt auch gerade den Redakteuren und den Redakteurinnen auch so ein bisschen ins Gewissen reden und sagen, ey Leute, bitte macht es nicht mehr. Tut mir den Gefallen und klärt die Kandidatinnen zumindest vorher auf. Ihr wisst genau, in welche Rolle ihr sie drücken wollt. Nee, nicht aufklären, absetzen die Scheiße. Punkt Ende aus. Also hört auf, den Kandidatinnen was Falsches zu verkaufen. Aber ich möchte jetzt auch noch ein paar kritische Stimmen in dieses Video packen. Ich möchte, dass ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, das sind meine Erfahrungen. Jede Erfahrung, die ich euch erzählt habe, ist zu 100% die Wahrheit. Und das kann weder GNTM abstreiten, noch die Kandidatinnen, die wirklich immer in den Situationen dabei gewesen sind. Aber Wahrheit ist immer relativ. Und meine Wahrheit kann eine... Boah, ich weiß nicht, ob Wahrheit immer relativ ist, also keine Ahnung. ...andere sein, als die Wahrheit von anderen Kandidatinnen. Ach so, die eigene Wahrheit, also... Was? Die eigenen Erfahrungen, also ich weiß, was sie meint, aber ein bisschen komisch auch so, egal. Was mir jetzt super wichtig ist, lass bitte jeden seine Meinung haben. Ich bin auch mit vielem nicht einverstanden, was kritische Stimmen äußern, aber ich akzeptiere es zu 100%. Tut mir den Gefallen, macht es auch. Also wenn ich euch die kritischen Stimmen jetzt zeige, bitte, bitte, bitte geht nicht auf die Profile und macht sie fertig, weil dann wäre alles nichtig, wofür ich gekämpft habe. Bitte akzeptiert die Meinung. Tatsächlich habe ich zwei... Oh, finde ich sehr cool, dass ihr sagt. Finde ich sehr gut. ...zwei Meinungen gefunden noch, und zwar von Mareike. Sie war, glaube ich, letztes Jahr bei Germany's Next Topmodel dabei und sie sagt Folgendes zu meinem Video. Natürlich wurde in Lianas Fall absolut übertrieben und ich unterstütze es auch gar nicht. Den Schnitt, Produktion, wer auch immer dafür verantwortlich ist, und dass sie Morddrohung kriegt, etc., geht absolut zu weit. Ihr müsst aber das sehen, das kommt ja von den Zuschauern, das ist nicht von der Produktion. Und es ist ja, aber die Produktion hat ja Dinge geframed, damit die Zuschauer so reagieren. Allseits bekannt, dass GNTM kein Drehbuch hat, das heißt... Ja, Drehbuch nicht, aber es gibt ja schon so eine Storyline, die dir erzählen wollen. Du hast ja nicht... Niemand schreibt dir vor, wie du dich zu benehmen hast, was du zu sagen hast. Ob du jetzt Streit anfängst oder wie du dich zu benehmen hast, das ist, kommt alles von dir selber. Und ich sag mal so, es ist doch in deiner Verantwortung, wie du dich verhältst. Selbst wenn jemand zu mir kommt und sagt, Mareike, der oder die das hat das und das über dich gesagt. Oder es kommt jemand zu mir und sagt, oh, der Zuschauer würde aber das und das feiern. Ich weiß doch, wer ich bin, und ich selber kann doch meine Reaktion kontrollieren. Ja, sie kann das, aber andere können es vielleicht nicht. Andere Leute lassen sich mehr manipulieren auf jeden Fall. So nach dem Motto, ey, du willst weiterkommen, mach das und das, weil das ja auch der Traum von allen ist, weit zu kommen, so.
sehe ich nicht so den Punkt, muss ich ehrlich sagen. Ein weiteres Statement, was ich gelesen habe, war ein Statement von Jackie. Alle, die sich nicht mehr erinnern, Jackie war die Siegerin in meiner Staffel. Und Jackie sagt Folgendes zu dem Ganzen. Natürlich geht es um Entertainment und um Einschaltquoten. Natürlich machen Redakteure... Hat sie das auf Instagram gepostet? Erstmal, Bro, was ist das? Schwarze Schrift ist immer hässlich, aber egal. Und hat sie sich dann selber im Hintergrund so reingeschoppt, so, hat ein Bild. Okay, das ist funny. Töre ihren Job und wollen Aussagen aus den Girls herauskitzeln. Aber wir haben doch selbst die Wahl, auf solche Fragen einzulassen oder eben nicht. Ja, natürlich kann der Schnitt viel verändern, aber was man gesagt hat, hat man gesagt. Klar kann... Naja, ich kann auch eine YouTube-Kacke aus GMTM schneiden und dann... Sagt sie vielleicht, dass sie schwarze Menschen hasst? Hat sie ja auch nicht gesagt, aber durch den Schnitt wirkt es so. Also, du kannst im Schnitt alles beeinflussen. Kann es sein, dass Redakteure versuchen, Girls Worte in den Mund zu legen, aber keiner zwingt dich, diese Worte auch zu sagen. Selbst wenn relativierende Aussagen rausgeschnitten wurde, habe ich es gesagt. Ja, es ist natürlich eine Show, wo nur Halbwahrheiten gezeigt werden, Fragen gestellt werden, über die man eigentlich nicht nachdenken würde und dabei Inhalte hinten herunterfallen, die man selbst gerne gesehen hätte. Aber ist das ein Geheimnis? Nein. Jackies Statement möchte ich gerne einfach nur so stehen lassen. Doch weil ich finde, dass ihre Meinung auch sehr wichtig ist, möchte ich gerne Vanessa Tamkans Kommentar unter Jackies Post dazu veröffentlichen. Würdest du so denken, wenn du die Auserwählte für die Einschaltquoten gewesen wärst? Wahrscheinlich nicht. Keine Frage, jeder trägt ein bisschen mit seinem eigenen Charakter dazu bei. Im Endeffekt ist es aber auch einfach so, dass du nun mal Glück und jemand anderes Pech hatte. Denn absolut kein Charakter ist so schlimm, wie es in der Show gezeigt wird. Nichtsdestotrotz, die Show ist moralisch höchst verwerflich, liegt aber einfach an der Branche und nicht an den Menschen. Der liegt dann an der Produktion, ne? Wie, du kannst so eine Show auch nett machen, to be honest. Ich bin mir auch sicher, dass die Publikum... Bringt aber halt nicht so viel Geld. Publikumslieblinge, die mit Sicherheit schon vor dem Dreh feststehen, auch ganz andere Fragen bekommen und von den Redakteuren eben nicht so manipuliert werden. Ich kann euch nur den sehr, sehr guten Tipp geben, beschäftigt euch nicht so viel mit Hass. Beschäftigt euch auch im Netz nicht mit so vielen Leuten, die euch nicht gut tun, die ihr nicht mögt. Lasst es sein, einen negativen Kommentar darunter zu schreiben. Wisst ihr, mit was ihr euch beschäftigen solltet? Mit Profilen, die ihr richtig toll findet, die ihr liebt, die ihr abfeiert, wo ihr einen positiven Kommentar drunter schreiben könnt. Ja, finde ich gut die Aussage. Weil alles, was ihr nach außen ausstrahlt, das fühlt ihr in euch drinne. Und wollt ihr wirklich in euch drinne Hass fühlen? Ich kann euch... Eh nicht, ich peace und so. Obwohl, nevermind, meine Wochenshow. Und garantieren, Liebe ist viel schöner. Es bleibt mir am Schluss nur zu sagen, vielen... Zeig mal, wie du mit Pferdeschwanz aussiehst. Bro, ist auf Twitch nicht erlaubt, Mann. Okay, der Quality-Gag, aber er lag zu nah, Digga. Er lag zu nah. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, wir müssen vielleicht bald ein Spendenkonto für mich einrichten. Ich hoffe, ich kriege dann hoffentlich einen Euro von jedem von euch. Problem ist, es ist in Deutschland nicht erlaubt, ein Spendenkonto einzurichten für einen Gerichtsprozess, für eine Straftat, die man begangen hat. Oder eine Tat, die man bezahlen muss, begangen hat. Das ist leider nicht erlaubt, das ist das große Problem. Euch. Ansonsten, thank you so much fürs Zuschauen. Ey, war ein sehr gutes Video. Abonniert gerne bei ihr rein, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Falls ihr mehr Reactions von mir sehen wollt, auch über solche Themen, dann lasst auch gerne hier ein Abo da und ein Like. War ein krasses Video. Ich lasse auf jeden Fall ein Like da, natürlich, bab. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Reaction. Jeden Tag kommt eine Reaction hier online auf meinem Kanal, deswegen abonniert gerne rein. Und ciao, skusku.